Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar möchte ich euch heute diese wundervolle kleine Box hier vorstellen. Klein ist gut. Jedenfalls würde ich euch die gerne vorstellen. Ich habe lange überlegt, wie ich das Video am besten mache. Einfach nur hier sitzen und vorstellen ist scheiße, weil es gibt viele Dinge, die ich euch einfach von Näherem zeigen möchte und das funktioniert so einfach nicht. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, so eine Art Kamerafahrt zu machen. Die Box von oben bis unten einmal komplett zu zeigen mit der Kamera und euch dann quasi durch das Innere dieser Box zu führen. Was gar nicht so einfach ist, denn es gibt viele verzwickte Wege. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung mal ein Video verlinken, wo quasi beschrieben wird, was das hier eigentlich ist. Ich hatte ja Mitte August Geburtstag und das hier ist mein Geburtstagsgeschenk. Ich war unfassbar. Ich weiß gar nicht, mir fehlten die Worte, als ich es ausgepackt hatte. Meine Mutter meinte nur, nimm es unbedingt auf. Eigentlich habe ich mir nur gewünscht, dass ich endlich mal die 7 Harry Potter Filme bekomme, denn die besaß ich noch gar nicht. Und ja, es sind sehr teure 7 Filme geworden, muss ich zugeben. Ihr entnehmt der Videobeschreibung auch, wie teuer das Ganze war. Ich sollte das ja eigentlich nicht wissen, aber da ich die Box kannte, weiß ich es nun mal einfach. Jetzt am 1. September, pünktlich zu unserer aller Fahrt zurück nach Hogwarts, kam dann diese Box an. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da so drin ist. Viel Spaß! So, hier seht ihr jetzt mein Prachtstück, meine wundervolle Box. Sie hat einmal das wundervolle Hogwarts-Wappen. Vorne drauf und an den Seiten auch. Da allerdings nicht in Schwarz, sondern nur in Gold. Aber trotzdem sehr schön. Obendrauf nochmal das Harry Potter Logo und hier ist dann jetzt quasi der Deckel, den man öffnen kann. Hinten sind so Scharniere dran, dass man die auch wirklich gut aufmachen kann. Hier, so, da, da. Also die ganze Aufmachung finde ich allgemein schon unfassbar schön. Und ja, dann mache ich das Ganze hier mal auf. So, hier auch direkt ein wunderschöner Print, meiner Meinung nach. Finde ich ganz, ganz toll. Und hier oben haben wir, Spoiler. Hier oben haben wir direkt den ersten Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen. Finde ich sehr genial, so als Art Buch gestaltet. Hier sind dann jetzt halt tatsächlich die Filme drin. Hier haben wir einmal Teil 1, der Spielfilm, auf Blu-ray wohlgemerkt. Dann haben wir an nächster Stelle einmal den Spielfilm als DVD-Version. Da gibt es dann immer so ein nettes Bildchen dazu. Dann muss ich den jetzt einmal rausholen, sonst mache ich hier nämlich alles kaputt und das möchte ich nicht. So, dann geht es weiter. Ups, Verzeihung, mit den Specials zur CD, auch auf DVD, nicht auf Blu-ray. Und einmal findet sich in dieser Box eine 8-teilige Harry Potter Special-Serie, die sich die Entstehung von Harry Potters Welt nennt. In jedem Film ist ein Teil davon drin, dementsprechend in Film 1 natürlich auch Teil 1. Die Entstehung von Harry Potters Welt, Teil 1, die Magie beginnt. Und in jedem davon ist, wie gesagt, ein Teil davon drin. Ich habe noch nicht alle gesehen und das meiste ist tatsächlich auch auf Englisch. Aber natürlich auch mit Untertiteln, also auch für diejenigen zu verstehen, die Englisch nicht so gut können. So, jetzt ist hier aber natürlich nichts mehr drunter, so, ne? Verdammt, war es das jetzt schon? Ist das nur der erste Film in der ganzen Box? Nein, natürlich nicht. Wie ich ja gerade schon gespoilert habe, kann man hier jetzt, muss mal ein bisschen zurück, kann man das hier öffnen. Hola, noch ein wundervoller Print mit den 4 Drachen. Sehr, sehr, sehr cool. Ich liebe es. So, und hier haben wir jetzt die Box. Das ist aber nicht alles. Das sind nicht alles Fächer, sondern nur hier unten die 3 sind Fächer. Aber kriegt man ja nicht auf. Verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Gibt es einen Trick? Einmal aufschieben. Und zweimal aufschieben. Und da haben wir es.
Und jetzt haben wir unfassbar viele Fächer, die wir alle durchstöbern können. Wir haben hier Fächer, wir haben hier Fächer, wir haben da Fächer, wir haben da hinten Fächer und wir haben hier nochmal zwei Fächer. Es ist unfassbar, was diese Box alles beinhaltet. Und ich hoffe, ich kann das so einigermaßen gut durchgehen. So, ich werde jetzt nicht alle von innen zeigen und sonst würde das den Rahmen des Videos sprengen. Ich werde euch aber einmal ganz kurz zeigen, wie die hier aussehen. Die haben nämlich jeder, hupse, wie gesagt, hat so das Design von einem Buch. Und jedes Buch, in Anführungszeichen, hat so sein eigenes Design. Hier zum Beispiel die Kammer des Schreckens. Finde ich unheimlich genial. Und meine Liebling natürlich, der Gefangene von Azkaban. Hole ich jetzt nicht raus, weil das hier unfassbar schwer ist, dieses Teil rauszubekommen. Weiß ich gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber es ist leider so. Deshalb lasse ich das jetzt mal da drin. Da sind auch nur diese zwei Filme drin. Deswegen schiebe ich das jetzt mal hier in das Fach zurück. Hier geht es nämlich weiter mit ganzen drei Filmen, die jetzt nicht mehr geordnet sind, weil ich sie einfach irgendwann mal da rausgeholt habe. Und alle natürlich geschaut habe. Ich versuche jetzt mal, die hier wieder ein bisschen in die Reihenfolge zu kriegen. So, hier haben wir als nächstes... Das kann ich so einfach mit einer Hand, Leute. Ich nehme erstmal alles auseinander. Yay! Ist mir egal. Das gehört jetzt mir und ich darf damit machen, was ich will. So. Gut, hier haben wir einmal der Feuerkelch mit dem Wappen, was auch da schon zu sehen ist, mit den vier Drachen. Finde ich wahnsinnig gut. Gefällt mir sehr. Gut, das ist, wie gesagt, Teil 4. Dann haben wir Teil 5. Der Orden des Phönix. Der ist relativ dünn, wie ich gerade feststelle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich glaube, ab einem gewissen Teil sind keine Specials mehr dabei. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Hier haben wir einmal den Spielfilm auf Blu-ray. Den Spielfilm auf DVD. Und, ups, ich muss mal ganz kurz hier... So, und hier haben wir die Entstehung von Harry Potter's Welt. Teil 5, die Entwicklung. Wie die ganzen Teile heißen, werde ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, dass ich daran denke. Ansonsten schreibt es mir gerne unten in die Kommis, dann werde ich das nachholen. Das ist übrigens eins meiner Lieblingsdesigns hier, Harry Potter und der Halbblutprinz, mit dem Cover von Zaubertränke für Fortgeschrittene, soweit ich weiß. Hier mit dem Kessel und diesem Rauch, das meine ich mich zu erinnern, wäre das Cover davon gewesen. Jedenfalls sehr, sehr cool. So, das sind diese drei Filme. Und welche fehlen jetzt noch? Natürlich Teil 7.1 und 7.2. Die haben wir hier drin. Flupp. So, hier haben wir 7 Teil 2. Nein, ich möchte gerne erst 7 Teil 1. Dankeschön. Und bei den 7er Teilen gibt es noch einmal etwas Besonderes, nämlich... Ach ja, Yari nimmt wieder alles auseinander. Bei den 7er Teilen gibt es noch einmal etwas Besonderes. Warum tue ich es jetzt wieder hier rein? Ich bin so ein schlauer Mensch. Noch einmal etwas Besonderes. Einmal den Spielfilm auf Blu-ray, dann den Spielfilm auf DVD. Kennen wir ja schon. Dann haben wir einmal, ich muss euch noch mal kurz ein bisschen meine Umgebung zeigen hier. So, haben wir einmal die Entstehung von Harry Potters Welt, Teil 7, die Geschichte. Und was jetzt noch special ist, noch einmal ein bisschen Umgebung zeigen. Ta-ta-ta-ta! Hier haben wir noch mal den Spielfilm als 3D-Version. Wuhu! In den letzten beiden Filmen ist nämlich nochmal eine 3D-Version dabei. Kann ich mir nicht angucken, weil ich keinen 3D-Fernseher habe. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nett. Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren, falls ich mal die Möglichkeit dazu haben sollte. Leute, ihr wisst, was ich mir demnächst wünsche. Einen 3D-Fernseher. So, und hier habt ihr die Heiligtümer des Todes Teil 2. Hier ebenfalls als 3D-Version dabei. Auch ziemlich cooles Design. Ich muss aber zugeben, Teil 3 und Teil 5, nein, 6 gefallen mir immer noch am besten. So, damit habe ich jetzt die 7 Harry Potter Bände definitiv komplett. Unfassbar. Vielen, 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 vielen Dank dafür an meine Family. Die verrückteste Family ever, by the way. Ich werde wahrscheinlich, wie ich schon im Vlog erwähnt habe, die nächsten Jahre nichts zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen. So, jetzt haben wir aber ja noch nicht alle Fächer durch. Jetzt haben wir hier oben noch eines. Eines meiner Lieblingsfächer, by the way. Hier haben wir einmal eine Label Collection, gesammelt aus den Harry Potter Filmen. Ich kann hier jetzt noch einmal ganz kurz durchswitchen. Hier sind jede Menge Label drin, wie es ja schon sagt. Zum Beispiel, ich glaube hier vorne war das,
haben wir hier Potions. Also Diptam Essence und andere Dinge. Da haben wir Restorative Potion. Natürlich alles auf Englisch, dummerweise. Aber Polyjuice Potion. Nochmal mit extra Texten dazu, wo das herkommt und was genau das ist. Und wenn ihr euch das Ganze mal durchlesen möchtet, könnt ihr nicht, weil ich habe es, es gehört mir, ganz allein mir. Ich liebe es einfach, es ist unfassbar gut. Wir sind natürlich dann natürlich auch von Weasleys zauberhafte Zauberscherze und dem Honigtopf und Zonkorus und alles, alles. Hier sind zum Beispiel auch Erinnerungen. Fläschchen Label aus Dumbledores Erinnerungen Vitrine. Sehr cool auf jeden Fall. Und hier natürlich nicht zu vergessen. Eins noch von Harry Potters Prophezeiung. Sehr genial. Mag ich sehr, sehr gerne. Hier noch etwas ganz Besonderes. Und zwar Stuart Craig, der Designer. Ja, wie auch immer. Hier sind Skizzen von ihm drin. 5 Stück an der Zahl. Ich muss mal kurz meine andere Hand dazu nehmen hier. Geschafft. So. Hier einmal die Winkelgasse. Das sind originale Skizzen von Stuart Craig. Wundervoll. Gerade für mich als leidenschaftliche Hobbyzeichnerin ein unfassbar geniales Gimmick hier da. Auf jeden Fall mit drin. Da haben wir einmal, was ist das? Achso, der Friedhof. Ich sehe das in der Kamera so schlecht. Ich gucke das alles über die Kamera. Ich sehe das alles nur über die Linse. So, der Friedhof von, wo das Grab der Riddles, beziehungsweise von dem Riddle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Friedhof von Teil 4. Dann haben wir Hagrids Hütte mit dem Motorrad, by the way. Ziemlich cool. Für mich als Sirius-Fan natürlich ein unfassbar genialer Fakt. So, dann Hogwarts mit der Brücke. Dieser schönen Brücke, die Neville im letzten Teil, glaube ich, in die Luft sprengt. War doch Neville, oder? Ja. Der sich dann mit Seamus Finnegan auseinandergesetzt hat, der ihm alles in die Luft jagen kann. Wundervoll. Und nochmal Hogwarts, allerdings von einer anderen Ansicht. Wunderschön und absolut genial. Leider fokussiert er nicht so richtig, glaube ich. Finde ich ein bisschen schade, aber wait. So, ich packe das mal eben kurz wieder hier rein. Kleinen Moment, ich packe euch mal kurz beiseite. Beguckt euch mal kurz ein wenig einen Teil der Box. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, verdammte Scheiße. Kommt in die Outtakes, Leute. Kommt in die Outtakes. So, packen wir das einmal zurück. Zack. So, next one, please. Das unterste Fach. So, hier ist etwas ganz, ganz Besonderes drin. Das ist es nicht, das meine ich nicht. Das ist ein Flyer zur Wizarding World of Harry Potter. Nein, ist gar nicht wahr. Zur Warner Bros. Studio Tour. Was laberst du für eine Scheiße, Yari? Zur Warner Bros. Studio Tour in London. Definitiv auch ein Reiseziel, das ich demnächst in Angriff nehmen werde. Buchen Sie jetzt Ihren Termin. Finde ich ziemlich cool. Oh, Geheimnisse werden gelüftet. Halleluja. Dadadim, 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 dadadim. So. Kann man sich angucken, was einen da so alles erwartet. Finde ich sehr schön. Fand ich sehr gut. Werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt aber Special, Leute, Special. Ein Echtheitszertifikat. Denn, Leute, und das ist der absolute Hammer an diesem Ding, diese Box wurde nur 63.000 Mal, das habe ich beim letzten Mal auch schon mal falsch gesagt, nur 63.000 Mal produziert. Auf der ganzen Welt gibt es nur 63.000 dieser Boxen. Meine ist Nummer 41.266 und wurde 2012 hergestellt. Und ich bin unfassbar glücklich damit. Ihr könnt gar nicht vor... Ich liebe es. Oh, ich bin so begeistert. Sie ist tatsächlich mir. Sie gehört mir. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt so in Schwärmereien verfalle, aber ich bin unfassbar glücklich darüber. Ich bin der glücklichste Potterhead auf der ganzen Welt. Oh, mir läuft schon wieder die Nase. Ich kriege Pipi in die Augen, wenn ich daran denke. Ey. Och, meine Family ist die Beste. So, und hier haben wir nochmal was Besonderes. Und zwar, ich würde jetzt mal behaupten, dass das nochmal Designs sind, so Prop-Designs. Das wundervolle, es tut mir leid, das spiegelt hier alles ein wenig. Ich versuche mal, das zu minimieren. Es geht aber nicht. Sehr schön. Ich bin gut. Ich weiß. Das Schachbrett aus dem ersten Teil sind alles wohlgemerkt
gemalte, nicht fotografierte Dinge. Finde ich aber sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Vom zweiten Teil steht auch immer darunter hier übrigens Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wobei ich immer noch überlege, warum man eigentlich Chamber of Secrets, also Kammer der Geheimnisse, mit Kammer des Schreckens übersetzt hat. Egal. Jedenfalls hier vom zweiten Teil, warum auch immer man hier den verbotenen Wald sieht. Ich nehme an, es hat irgendwas mit Aragog und den Spinnen zu tun. Aber auf jeden Fall eine schöne Außenansicht von Hogwarts mit einer Eule darüber. Mein allerliebster Lieblingsteil natürlich der Gefangene von Azkaban mit, wie sollte es anders sein, der Wimbling Willow, wie heißt es auf Deutsch, Patschende Weide, genau, im Vordergrund und Hogwarts im Hintergrund. Es ist Herbst, wundervoll. Vierter übrigens auch sehr, sehr, sehr schön. Ich liebe ja Segelschiffe und da ist das hier natürlich ein Motiv, was mir unfassbar gut gefällt. Ja, das Durmstrangschiff und Hogwarts im Hintergrund mal wieder. Hier haben wir Hogwarts ausnahmsweise mal mehr oder weniger im Vordergrund. Und Testrale, weil Harry Potter und der Orden des Phönix. Sehr, sehr cool. Sechster Teil, relativ unspektakulär, aber mit dem Meer unheimlich gut. Erinnert mich ein bisschen an ein Bild, das mein Großvater mal gezeichnet hat, beziehungsweise gemalt. Er hat gemalt, nicht gezeichnet. Ich zeichne, er hat gemalt. wo auch so eine Welle war. Ich habe dieses Bild immer wieder vor Augen gesehen, wenn ich meine Oma besucht habe und wollte dieses Bild unheimlich gerne haben. Ich wollte das wirklich sehr, sehr, sehr gerne haben, weil mein Großvater ist, was Malen angeht, ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild von mir. Ich habe ihn leider niemals kennengelernt, aber ich schweife ab, ich weiß. Es tut mir leid. Jedenfalls erinnert mich das immer wieder an dieses Bild. Und deswegen mag ich das eigentlich auch sehr gerne. Wie gesagt, relativ unspektakulär, für mich aber einen persönlichen Wert. Und hier haben wir noch zwei, wohlgemerkt, weil Teil 1 und Teil 2. Einmal die Heiligtümer des Todes, quasi ein Bild vom Ende des ersten Teils, wo Dobbys Grab zu sehen ist. Und das Haus von Bill und Fleur, beziehungsweise da, wo sich Bill und Fleur verstecken, im Hintergrund. Ich finde übrigens das mit der Sonneneinstrahlung furchtbar genial. Mag ich sehr, sehr gerne. Und einmal, wer das RPG-Forum kennt, in dem ich aktiv bin, Hogwarts on Fire, passt, ne? Zu Heiligtümer des Todes, Teil 2. So, Leute, die Fächer haben wir. Jetzt haben wir ja noch mehr. Wir sind ja noch lange nicht fertig, Leute. Guck mal, seht ihr das da hinten? Da. Da ist noch was drin. Blub. Tada. Da gibt es ein Geheimfach. Da ist eine Bonusdisk drin. Halleluja. Die jetzt mit einer Hand da rauszukriegen, ist auch wieder das kleinste Abenteuer. Zack, Skrabooms. Auf dieser Bonusdisk sind drauf diverse Dinge, die viel zu klein geschrieben sind, um sie hier zu zeigen. Specials sind hier drauf. Specials, die übrigens so nirgendwo anders veröffentlicht wurden. Die gibt es nur in dieser Box. Und deshalb ist es ein kleiner Geheimtipp. Da sind auf jeden Fall interessante Dinge drin, die ich mir auch schon angeschaut habe. Die 50 größten Harry Potter Momente, die Gestaltung von Harry Potters Welt, Geheimnisse aufgedeckt, Quidditch, Geheimnisse aufgedeckt, Hagrid. Solche Sachen gibt es hier halt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ups, Verzeihung. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das hier sind übrigens auch Fächer. Jetzt geht's nur los. Jetzt muss ich die irgendwie wieder da rauskriegen, ne? Könnte eine Weile dauern. Hier haben wir jetzt noch ein kleines Fach. Da ist eine winzige Schriftrolle drin. Eine ganz kleine Schriftrolle. Mit einem schwarzen Band, die ich jetzt nicht öffnen werde, denn die enthält Download-Codes von den Filmen, die ich mir runterladen kann. Die gibt es in jeder von diesen Boxen. Gibt es eine kleine Schriftrolle mit Download-Codes. Und da das hier meine sind, werde ich die euch nicht zeigen. Könnt ihr vergessen. So, und hier haben wir nochmal etwas ganz Besonderes. Nämlich ein kleines schwarzes Kästchen, das ich unfassbar genial finde. Ihr merkt schon, es raschelt. Nein, es sind keine Bertie-Bots-Bohnen. Wizards Collection. So nennt sich übrigens auch diese Box. Und das hier ist etwas, das man tatsächlich auch bei Elbenwald erstehen kann. Ich bin hier normalerweise kein Mensch von Schmuck, der Schmuck oder sowas mag. Aber das hier ist der absolute Wahnsinn. Schaut es euch an. Bitte ohne Folie, weil das spiegelt zu sehr. Weil so. Da. Ist es nicht wunderschön? Es ist ein Horcrux. Ich habe einen Teil von Voldemorts Seele hier in meiner Hand. Oh mein Gott. Ich versuche mal, das möglichst schonend da rauszuholen. Schonend, bitte, habe ich gesagt.
So, da haben wir es. Horcrux. Einfach unfassbar schön. Ich liebe es. Es ist toll. Ich mag es. Man kann es sogar öffnen. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Moment. Ha! Oh, ich bin einfach gut. Richtig genial hätte ich es jetzt natürlich noch gefunden, wenn hier die Nachricht von Regulus mit drin wäre. Aber ist sie leider nicht. Hier kann man dann natürlich was Eigenes reinpacken. Ich war am Überlegen, mir die Nachricht einfach selber zu schreiben und die da reinzupacken. Aber das ist ja auch eigentlich nicht der Horcrux, beziehungsweise das Medaillon, in dem die Nachricht von Regulus drin war, sondern das ist das Original. Das, was Voldemorts Seele enthielt. Auf jeden Fall unheimlich genial. Sehr, sehr, sehr cool. Und hier natürlich nochmal dieses Label, das es ein offizielles Unikat der Noble Collection ist, wie wir es ja von Elbenwald auch gewohnt sind, unter anderem. Jetzt versuche ich mal, das hier wieder zurückzupacken. Zack, 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 zack. So. Hup. Gehst du bitte da rein? Gehst du bitte da rein? Danke sehr. So, also auch ein Teil dieser Box. Mega, mega geil. Ich liebe es. Ich liebe jeden Teil an dieser Box, by the way. Aber das hier ist etwas, was ich ganz besonders cool fand, wo ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut habe. So, und jetzt haben wir noch ein letztes Fach. Und das befindet sich... Ich muss mal kurz ein bisschen klettern. Hier. Tada! Hier haben wir noch ein letztes Fach. Da sind Dinge drin. Holy shit. So, ich hole die jetzt mal eins nach dem anderen raus. Fangen wir mal mit dem Gebundenen hier an. So, Harry Potter Katalog der Artefakte. Eine gebundene Ausgabe, die alle möglichen Artefakte aus der Harry Potter Welt enthält. Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ob diese Box in verschiedenen Sprachen veröffentlicht wurde, beziehungsweise ob es die in verschiedenen Sprachen gibt. Denn die ist definitiv auf Deutsch. Genau. Gut, das hier sind Artefakte von Harry. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, ne? Weil das wäre viel zu viel. Das Ding hat, glaube ich, knappe 80 Seiten. Wäre ein bisschen viel. Hier haben wir Ron Weasley mit dem Heuler und seinem Zauberstab und Krätze, der nicht Krätze war, by the way. Ja! Einmal Hermine, der Zeitumkehrer, ihr Zauberstab. Und andere Dinge. Das war übrigens die Einladung zum Weihnachtsball. Finde ich ziemlich cool. Warum auch immer da eine Tatze ist. Wahrscheinlich wegen ihrer Katze. Tatze. Katze. Katzentatze. Hier haben wir, was haben wir hier? Haha, Hogwarts Schulbuch und Gryffindor Uniform Abzeichen. So, zum Bleistift. Gilderoy Lockharts Bücher. Und so weiter und so fort. Ich überblättere das Ganze jetzt hier mal ein kleines bisschen. Nur um euch kurz zu zeigen, was das hier so beinhaltet. Da, genau. Advanced Potion Making. Da. Das ist das Cover. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich mag's. So, jetzt überspringe ich mal wieder ein bisschen was hier. Daily Prophet. Prophezeiung. Death Eater Masken. Oh Gott, was ist das denn? Gringotts Bank. Okay. So, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Habe ich mich mega drüber gefreut. Wie über alles andere auch. Aber da habe ich wirklich ziemlich lange drin gestöbert und muss sagen, ich habe ziemlich viele coole Sachen entdeckt. So, das mal kurz beiseite. Jetzt haben wir hier noch zwei Dinge, die ich euch nur ganz, ganz schwer zeigen kann, weil das ziemlich große Dinge sind. Hier haben wir einmal was aus Stoff und einmal was aus Papier. Ich versuche das aber hier mal ganz kurz zu entfalten und euch genauer zu zeigen. Das hier ist nämlich, Leute, haltet euch fest, ein Grundriss von Hogwarts. Von ganz Hogwarts, wohlgemerkt. So, hier haben wir jetzt einmal den Grundriss von Hogwarts. Mit kleinen Bildchen dabei, die erklären, wo das Ganze genau ist. Hier, diese kleinen Bildchen, die erklären, also das sind so Bilder aus dem Film, die dann erklären sollen, wo das halt ist. So, hier zum Beispiel haben wir den Glockenturm, der ist hier, da, genau, Clock Tower. Dann ist hier dieser Innenhof mit dem Brunnen, hier ist diese Brücke,
die zum Einsturz gebracht wurde. Irgendwo müsste auch Hagrids Hütte, glaube ich, sein. Hier zum Beispiel geht es runter. Hier sind diese verwundene Treppe. Dann geht es hier unten zu den Bootsstegen. Und so weiter und so fort. Also unheimlich genial. Ein gesamter Grundriss von Hogwarts. Ich glaube sogar noch mit Notizen dabei. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wirklich unheimlich genial. Liebe ich, liebe, liebe, liebe ich. So, und das andere, meine Freunde, ist nicht minder genial. Es riecht übrigens ziemlich streng. Es könnte mal im Besitz der Familie Black gewesen sein, so wie das riecht. Das ist ein Stofffetzen. Nein. Ich würde mal sagen, eine Fahne, Flagge, wie auch immer, die das Gelände von Hogwarts zeigt. Also hier haben wir natürlich Hogwarts. Hier ist dann diese Brücke. Da müsste hier irgendwo Hagrids Hütte sein. Irgendwo da. Da haben wir die peitschende Weide. Da oben müsste die Eulerei, glaube ich, sein. Da haben wir das Quidditch-Feld. Da oben ist Hogsmeade, glaube ich. Hier unten ist übrigens, was ich nicht verstehe, ist, hier unten ist Hogsmeade Station und da oben ist Hogsmeade. Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Dann sieht man hier noch andere Dinge, zum Beispiel den Privet Drive oder King's Cross oder hier den Fuchsbau. Ach, ja, dann haben wir hier noch Azkaban. ja. Und so weiter und so fort. Also ziemlich genial. Ja, danke, Handy. Ich mich auch. Mag ich sehr. Ich glaube, das habe ich jetzt von allem gesagt, was ich gezeigt habe. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, auf jeden Fall mega, mega genial. Das ist mal wieder reingestopft. So. Zack, zack. Plupp. So. Das war es, Freunde. Das war die Box und ich bin unfassbar glücklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich ausgeflippt bin, als ich dieses Ding gesehen habe. Ausgeflippt nicht im wörtlichen Sinne, sondern einfach innerlich, weil ich mich so unfassbar darüber gefreut habe. Leute, das hier ist einfach der heilige Gral für jeden Potterhead. Dafür war es halt auch teuer genug, wie gesagt. Ich packe euch das mal unten in die Videobeschreibung. Ich packe das jetzt mal wieder hier zusammen. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich mein Laken nicht zack damit ein Dingse, Dings, Dingsbumse, Bumsdingse. So, Laken wieder raus, zack, Box zusammenschieben, Box hier auch zusammenschieben. So, dann packen wir das hier wieder zack zu und auch hier wieder zack zu damit. So, da ich jetzt nicht keine Lust habe, das Stativ extra nochmal rauszuholen, setze ich mich jetzt einfach mal zu meiner kleinen Box, um eine kurze Endcard zu machen. Wie gesagt, ich bin einfach der glücklichste Potterhead auf der ganzen weiten Welt. Ich liebe diese Box und ich konnte sie einfach auch seitdem ich sie habe, eigentlich nicht mehr wirklich aus den Augen, aus der Hand lassen, wie auch immer. Ich bin ständig neu am Stöbern und ständig irgendwie neu am Rumfummeln, weil ich irgendwie, ich finde einfach immer irgendwie was Neues, was ich an dieser Box total klasse finde. Und an der Stelle auch an meine Familie nochmal ein unfassbar großes Dankeschön. Und ja, an euch Abonnenten. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ich habe euch einen schönen Einblick in meine Box gewährt. Und ihr dürft jetzt neidisch sein. Nein, ja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie glücklich ich einfach im Moment bin. Ich habe endlich tatsächlich die 7 Filme und das in einer wunderschönen Aufmachung und mit jeder Menge Extras. Und eigentlich könnte ich gar nicht mehr glücklicher sein. Ich packe euch alle wichtigen Infos dazu unten in die Videobeschreibung, inklusive allem, was hier so drin ist. Also wenn ihr nochmal eine Inhaltsangabe von dieser Box haben möchtet, schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind unter anderem auch wichtige Links drin. Hoffentlich packe ich alles hier rein, was ich gesagt habe, dass ich da reinpacken möchte. Und ansonsten lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, Woche, wie auch immer, wann auch immer ihr das schaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Jetzt werde ich das mal ganz kurz, ich muss euch nochmal zur Seite stellen. Kleinen Moment.
Hihi. Die Stimme aus dem Off. Ich erkläre euch jetzt mal, was ich hier tue. Ich entfalte, oder ich versuche, dieses Teil zu entfalten, ohne es kaputt zu machen. Ach, ich kann euch das eigentlich zeigen, ne? Also, kann ich angucken, wie ich mich hier mit dem Ding abmühe. So, wartet. Ich will nichts kaputt machen. Das ist alles so cool. Ich will das behalten. Für immer. Also. Da. Schaut es euch an. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es seht. Seht ihr es? Ich mache es aber auch nochmal so. Höchstes. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dieser komischen Diagon Alley Musik. Es tut mir leid, ich höre schon auf. So, noch einmal meine Wenigkeit in der Ansicht des Zusammenpackens. Zack und zack und zack. So, dann stopfe ich das mal wieder hier hinten rein.